Ja, wir hatten schon ein Interview mit euch. Das war 2 Jahre, vor 2 Jahren. Auch hier in Bochum in der Zeche. Nur, es war ein kleiner Unterschied. Da waren wir nämlich in dem anderen Dressing Room. Der ist ein bisschen kleiner. Und jetzt, Lars, Sind wir in dem großen Dressing Room. großer Dressing Room heißt die Hall of Fame hier in Bochum, weil der Lars jetzt berühmt ist. Ja, und der Chris auch. Ja. Und heute Abend gibt es ein sensationelles Konzert mit unseren neuen Songs vom neuen Album Land of the Crimson Dawn, welches Ende Februar 2012, das war jetzt vor Einen Monat. Monat Vor einem rausgeht. Monat, ja. Vor einem Monat, bist du Vor einem blöd? Monat. Heute ist der 11. Naja, mein Gott. 11. März. Also 11, wohl wenn du 11 abziehst, ist der 1. rund vor einem Monat. Und der Februar, es war Schaltjahr, ungefähr vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Also rund vor einem Monat. Ungefähr vor ein bisschen weniger. Und jetzt sind wir im großen Dressing Room. Ja. Und es ist total cool hier. Champagner, Mädels, ist toll. Ja, seit dem 24. ist das Album raus. 24. war das. Genau. Und ja, erzählt doch mal was zu der Chartplatzierung. Wir finden euch auf einmal in den Charts wieder. Stimmt, das hatte ich Ihnen noch gar nicht erzählt, Lars. Wir sind in den Charts in Deutschland, Platz 59, Schweden von 89. 80 Der auf Stefan 55. zeigt uns gerade einen Zettel, aber sowas merken wir uns. Ich wollte Das wissen. merken wir uns. Das ist quasi wie eingebrannt. Dann gibt es noch die Schweiz, Schweden wa? 89 und sind jetzt auf 55 und da sind wir ein Platz vor den Schlümpfen. Olle, die sind ja auf 56. In der Schweiz sind wir in die Charts und in Finnland. 67 In in der Finnland. Schweiz, ne? Dass die uns überhaupt kennen in Finnland. Mhm. Ja, haben wir auch schon mal gespielt. Schon, ja. Lange her. War cool. Ja, Vor war allem, schön. also wirklich cool. Ganz schön Ja. kalt da. Ja, mittlerweile habt ihr euer 7. Studioalbum auf dem Markt und erzählt doch mal ein bisschen was darüber, über das Songwriting, über den Inhalt der Platte, die letzte Legend of the Shadow King. Diesmal habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Letztes Mal wusste ich es nicht. Worum geht es in der neuen Scheibe? Erzähl mal. Um die virtuelle Realität. Um Die virtuelle die Realität. virtuelle, Die virtuelle Realität wäre zum Beispiel diese Ananas, eine in orange Pixeln. Apfel. Genau. Nein, wir haben das neue Album geht grundsätzlich, also nicht als Konzept, wirklich genaues Konzept, sondern als das Hauptthema sind einfach, ist so die digitale Welt. Und wir springen immer so zwischen der Realität und dieser digitalen Traumwelt, dieser Illusion hin und her, welches man auch in so Ballerspielen, World of Warcraft, oder wir haben Songs, die über das Spiel Guitar Hero zum Beispiel gehen, haben wir einen Song, der heißt Rockstars, welcher auch öfter mal falsch interpretiert wird, weil wir fühlen uns keineswegs als Rockstars. Nicht? Naja, du. Kann Oh, man schneiden? Und Nein. einfach um diese digitale Welt. Und da haben wir viele Songs, die davon handeln und natürlich aber auch Fantasy-Sachen. Also wir mögen nicht so Konzeptalben. Wir haben immer so ein Hauptthema, wie zum Beispiel Legend of the Shadow King beim Vorgängeralbum war das König Ludwig II. Aber wir haben eben auch noch andere Songs, die jetzt nicht unbedingt in dieses Hauptthema irgendwie so dazugehören. Ein Video habt ihr auch gedreht? Ja. Hero on Ich Video? hatte Strumpfhosen an. Spider-Man. Ich war Superman, der Klaus, unser Schlagzeuger Batman und Und unser Robin. Bassist Xavier war Robin. Ja. Und wir haben dann die Welt gerettet, wie immer. Eigentlich nur ein Mädel, Deswegen oder? sind wir ja da. Eigentlich war es nur ein Mädchen, haben wir ab und zu mal gerettet. Aber saulustiges Video, echt. Und das hat total Spaß gemacht und muss man unbedingt ansehen. Ne? Ja. Mal sehen. Ja, ihr seid jetzt auf Tour. 16 Konzerte habe ich ungefähr gezählt. Ein paar Tourdaten, die werden noch hinzugefügt. Ja klar, also das werden auf jeden Fall noch hoffentlich viel, viel mehr. Das ist jetzt erstmal der erste Teil unserer Tour, Journey to the Crimson Dawn. Und wir fangen hier in Deutschland an, ist ja klar, ne? Macht auch Sinn. Und Nach Spanien, nach nach Schweden Spanien. geht's noch?
wir kämpfen uns so langsam rum und hoffen Ende des Jahres mal so ganz Europa so ein bisschen begrüßt zu haben und mal kurz Hallo gesagt zu haben. Und es macht sau Spaß wieder. Echt. Ihr habt allerdings auch eine Aushilfe, einen Gastmusiker mit dem EKR-Sin. Mhm. Warum dieses? Ja, Gastmusiker, ja, sagen wir doch erstmal warum. Weil unser Der Sammy ist Daddy geworden. Der ist Papi geworden. Vor einer Woche hat er eine gesunde Tochter zur Welt, also das heißt seine Frau. Aber er stillt, glaube ich. Also er wird dann erstmal im Vaterschaftsurlaub gehen und wird dann wahrscheinlich mit fürchterlichen Hängetitten erstmal zurückkommen. Dann müssen wir mal kurz mal ein bisschen operieren lassen müssen, dass er wieder in Form kommt. Liften. Im Bauchbereich. Im Bauchbereich. Er hat ja einen Kaiserschnitt verwandt. Oder? Und ab Mai ist Sammy wieder dabei. Ja. Wie wieder der Alte. Ja. Hm. Und genau, unser Bassist, das war ja die Frage, mit Gründungsmitglied, haben wir natürlich gleich als allererstes gefragt, weil wir sind ja auch nicht im Bösen auseinandergegangen. Und Ilka Ersin, der 7 Jahre bei uns gespielt hat von Anfang an, der ist jetzt bis Mai dabei. Und ja, macht Spaß, sau cool. Hm. Sieht so aus, als hättet ihr euch jetzt komplett formatiert gefunden. So habe ich das Gefühl, wie ich das von außen mitbekomme. Ihr habt jetzt mit dem Klaus Sperling auch einen neuen Drummer. Formatiert? Es klingt so wie formatiert. Ja. Ja, ich würde sagen, jetzt ja, zurechtgerückt, zurechtgesetzt. Ja. Und die Metal-Familie, meinst du? Ganz genau. Okay. Ja, mit dem Klaus, also oder beziehungsweise mit unserem Vorgänger-Drummer und meinem Partner, also Freedomcore-Partner und Gründer Daniel Zimmermann, der ja auch bei Gamma Ray trommelt. Das ging ja schon eine ganze Weile. Also Klaus hat schon oft ausgeholfen, live bei Tourneen und Festivals und war eigentlich seit 2007 schon bei uns als Live-Drummer. Und jetzt haben wir dann einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht. Das lag natürlich nah, in Einstimmung mit Daniel. Er hat sich für Gamma Ray entschieden und jetzt haben wir auf jeden Fall ein saugutes Line-Up, mit dem wir auch schon viel unterwegs waren und das erste Mal allerdings eine Platte aufgenommen haben mit Klaus. Und das hat er sensationell gemacht. Das hat er. Saugeil. Klaus ist so ein Drummer, also als ich die Live in Helvetia gesehen hatte, der sitzt ja so, der bewegt sich gar nicht. Andere, die machen da richtige Turnübungen und er spielt da ganz locker. Die ist die mega Groove Machine. Ja. Absolut. Ja, das ist, oft sieht man ja, wenn da ganz groß ausgeholt wird, noch mit Drehen und bah. Dann macht's aber, der Klaus haut wirklich drauf. Ja. Also das sieht zwar ganz easy aus, High in 45 Grad, so aber weit offen. Der haut dann drauf, wie bis alles kracht, bis die Pauke kracht. Okay, dann vielleicht noch ein paar Worte an eure Fans. Was erwartet ihr auf der Tour? Ganz viel Spaß. Wir hatten bis jetzt, das ist jetzt die fünfte Show heute Abend hier in Bochum. Und wir hatten total coole Zeit bei den Konzerten. Wir spielen ziemlich lang, sind danach auch total platt. Ja, du? Ja. Vier Jahre und schwupp ist er schon bei den Mädels. Ja. Nein, es macht echt Sauspaß. Wir haben coole Partys und auf jeden Fall zweites T-Shirt mit einpacken. Es wird heiß und macht total Spaß. Und wir hoffen natürlich, dass euch auch unser neues Album Land of the Crimson Dawn gut gefällt, weil von dem spielen wir auch ein paar Lieder. Songs. Titel. Nee, in dem Business Metal Bereich sagt man Titel oder Songs, nicht Lieder. Lieder ist scheiße. Songs oder Titel. Okay. Möchtet ihr sonst noch irgendwas loswerden? Nee. Ja, ich wollte nur sagen, dass es ein bisschen mehr anstrengend soll, damit er auch mal schwitzt. Wollte ich auch gerade sagen. Nee, du bist ja mal patschnass. Ja. Aber ich schwitze eigentlich auch. Also. Ich, doch? Ne, du riechst, aber kannst du mal anfassen? Du riechst nur. Aber schwitzen du da nicht? Ich werde ihn ja in meinen Arm nehmen nach der Show. Okay. Okay, dann sage ich danke. Bitte. Ja, und ich freue mich auf ein super geiles Konzert. Kannst du machen. Werden wir dir bieten. Weiß ich. Danke euch. Na, was ist das? Live in Helvetia. DVD. Live. Und das sind wir. Das ist der Klaus. Das ist der Sammy. Das ist der Lars.
Nur das bin ich. Und so sieht unser Cover aus von dem neuen Album Land of the Crimson Dawn. Und die ist total cool. Ja, total.